Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werden wir den neuen Operation Infiltration Modus spielen. Das ist ja der Modus, der gestern neu ins Game dazu gekommen ist mit dem Update. Außerdem werden wir natürlich auch noch über ein paar Änderungen sprechen, die jetzt mit dem Update dazugekommen sind. Ich würde sagen, wir wählen uns jetzt natürlich wie in allen anderen Spielen des Spion- und Modus erstmal die Waffen aus. Hat sich natürlich nicht verändert, das System. Und ich würde sagen, das hier sieht schon gar nicht so schlecht aus, das Tag. Und ich werde euch jetzt erstmal klären, wie das Ganze funktioniert. Und zwar gibt es einmal ein Eroberer-Team und ein Verteidiger-Team. Und das Verteidiger-Team muss dann eben halt einen Datenkoffer verteidigen. Und das Eroberungsteam muss natürlich logischerweise dann die Daten erobern und die zu so einem Feld hier hinführen. Also wir müssen jetzt einmal da hinten hinlaufen und dann das Ganze eben halt dorthin bringen. Relativ simpel eigentlich das Spielprinzip und die Gegner müssen uns davon natürlich abhalten, dass wir das Ganze schaffen. Ist tatsächlich auch eine relativ weite Strecke. Wir hatten es ja vorletzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche mit einem Auto, das wir dann weiter transportieren mussten. Ist im Prinzip tatsächlich relativ ähnlich das Spielprinzip. Aim sitzt natürlich auch und wenn natürlich hier keine weiteren Videos mehr auf dem Kanal verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Und ich würde mich natürlich genauso freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Wäre natürlich auch super nice. Und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei, wenn ihr natürlich auch keine weiteren Streams verpassen wollt, könnt ihr dort natürlich gerne ein Follow da lassen. Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt als erstes mal aufs Gameplay und versuchen hier mal den Datenkoffer zu bekommen. Und hier sind wir tatsächlich schon bei den Gegnern drin. Also sollten wir wahrscheinlich die Datenkoffer tatsächlich schon haben. So, sehr gut. Und da haben wir die Datenkoffer, den Datenkoffer. Das müsste jetzt nur noch zum Ziel bringen. Und ich muss sagen, mit dem Headshot-Perk läuft das Ganze tatsächlich echt. Und ich hatte ja am Anfang schon angesprochen, dass wir auch noch über ein paar Neuerungen sprechen werden, die jetzt mit dem Update dazugekommen sind. Und zwar sind jetzt... Und ist im Nachhinein nochmal der Standort des Countdowns aufgetaucht. Der wird ja wahrscheinlich am Samstag oder so starten, wenn das Update voraussichtlich irgendwie so dann übernächsten Samstag ist. Davon gehen zumindest die meisten zurzeit aus. Da es immer so ist, dass ja das Live-Event relativ kurz vor der nächsten Season sein muss und eben halt übernächstes Wochenende das letzte Wochenende vor der neuen Season ist, gehen die meisten immer davon aus, dass das Live-Event dann auch dort stattfinden wird. Klingt ja auch ehrlich gesagt relativ logisch. Allerdings weiß es natürlich keiner, ob es dann tatsächlich dort auch stattfinden wird. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal den Grappler. Unsere Waffen sind ja eigentlich schon ganz gut. Damit können wir ganz gut fighten. Und jetzt müsst ihr natürlich das Ganze erstmal verteidigen. Das Ganze über 3 Minuten. Und wie gesagt, dazu ist jetzt der Countdown eben halt aufgetaucht. Und das Ganze wird sich bei The Agency befinden. Das heißt, es ist auch noch sicherer, dass eben halt der zentrale Punkt des Live-Events dann The Agency sein wird. Bisher war es ja eigentlich auch schon relativ klar durch diese Doomsday Hatches, die überall waren, also diese kleinen Bunkertüren, die auf der Map waren. Das hat ja auch schon darauf hingedeutet und es wird dann eben halt ganz oben auf der Agency drauf sein. Ist jetzt keine besondere Neuigkeit, allerdings war das eben halt noch so etwas, was vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte. Und ansonsten sind eben halt nur noch ein paar Files, glaube ich, dazugekommen, die irgendetwas mit Wasser zu tun haben. Das heißt, das Thema Wasser ist schon relativ safe. Habe ich ja aber auch schon gestern im Video einiges erwähnt. Und soweit eigentlich das Ganze. Jetzt ist natürlich hier erstmal das Ganze auch wieder verteidigen. Wir hatten heute tatsächlich auch die 1000 Abonnenten erreicht. Jetzt müssen wir natürlich verteidigen. Dafür auch wirklich vielen, vielen Dank. War ja das Ziel, was ich am Anfang des Jahres, wo ich am Anfang des Jahres gesagt hatte, dass das nice wäre, wenn wir das tatsächlich bis zum Ende des Jahres schaffen könnten. Wobei mein eigentliches Ziel tatsächlich als erstes war, 750 Abonnenten zu erreichen. Aber jetzt nach 5 Monaten das schon zu erreichen, ist auf jeden Fall extrem krass. Und muss ich mich auch wirklich bei euch bedanken. Jetzt brauchen wir an sich tatsächlich auch keine weiteren Abonnenten mehr. Ist natürlich immer schön, wenn weitere dazukommen. Aber als nächsten Step brauchen wir jetzt eben halt nochmal die insgesamt 4000 Stunden Watchtime, was nicht so ganz leicht sein wird. Allerdings denke ich mal, sollte das eventuell auch möglich sein können. Kriegen wir es noch hin? Leider nicht, schade. Haben die wieder bekommen.
Ja, und passend zu den 1000 Abonnenten wird es natürlich ein paar Specials geben. Zum einen werde ich einmal ein Video hochladen als 1000 Abonnenten Special. Das Ganze werden wir heute im Livestream auch noch planen, was wir da genau da machen werden und wahrscheinlich auch ein bisschen vorbereiten. Und morgen werden wir das Ganze dann wahrscheinlich auch nochmal weiterführen. Und denke ich, ich werde dann auch sehr, sehr lange morgen tatsächlich streamen. Zurzeit eher ein bisschen weniger competitive in Fortnite. Ich habe einfach mal Lust auf eine kleine Pause davon. Und ich denke mal, irgendwann wird es dann auch wieder nächste Woche, übernächste Woche damit weitergehen. Allerdings geht es jetzt erstmal darum, schön das 1000 Abonnenten-Special vorzubereiten. Und ich habe da auch schon ein paar gute Ideen. Allerdings, wenn ihr natürlich weitere Ideen habt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich natürlich extrem freuen. Kann man jetzt den Grappler benutzen? Leider nicht. Okay, das heißt, man kann hier nur zu Fuß laufen. Wäre ansonsten aber auch, um ehrlich zu sein, viel zu leicht. So, kriegen wir das jetzt hin? Ich hoffe mal. Und wie gesagt, dazu wird es nachher auch noch einen Stream geben, wo wir das Ganze dann ein bisschen vorbereiten bzw. planen werden. Und morgen wird wahrscheinlich dann kein Video kommen, einfach weil ich dann den ganzen Tag dafür nutzen werde. Allerdings werden natürlich trotzdem genauso viele Videos wie vorher kommen. Und demnächst kann ich dann tatsächlich auch den Creator-Code bekommen und ich habe es geschafft. Nice, let's go. Dafür muss allerdings erstmal noch das wieder aktiviert werden. Zurzeit ist eine kleine Pause von Epic Games eingelegt worden, wo die es eben halt nicht mehr weitermachen, weil die irgendetwas an dem Bewerbungsverfahren ändern und deshalb musste ich da erstmal abwarten. Ich hoffe, dass das vor der nächsten Season kommt. Wäre auf jeden Fall ganz nice. Und dann kann ich natürlich auch Maps veröffentlichen und Custom Games machen. Habe ich auch schon richtig Bock drauf und wie gesagt, dafür müssen wir erstmal noch ein bisschen abwarten, bis Epic Games das Ganze dann aktiviert. Aber ansonsten sind das eigentlich soweit die ganzen Themen, die ich ansprechen wollte. Eigentlich hatte ich auch heute tatsächlich geplant, einen Stream zu machen, wo wir eben halt live die 1000 Abonnenten erreichen. Aber ich hatte dann ja um, keine Ahnung, 9.30 Uhr oder so das Shop-Video gemacht und wir hatten dann schon um kurz nach 11, glaube ich, oder kann sogar kurz vor 11 schon gewesen sein, wo wir die 1000 Abonnenten erreicht hatten, hatte ich immer überhaupt nicht damit gerechnet und ich hatte immer einfach nicht drauf geschaut, wie viele Abonnenten wir dann tatsächlich zu welchem Zeitpunkt hatten. Ich meine, ich hatte immer so gedacht, ja, vielleicht so gegen 15 Uhr könnten wir bei 997 sein, war dann aber eben halt, wie gesagt, nicht so. Und dann dachte ich so, wenn wir jetzt so schon von der Zeit her darüber sind, dann lohnt es sich auch gar nicht mehr, den Stream morgens zu machen, wollte ich das eher einfach schön nachmittags machen und ich hoffe, wir gewinnen das Ganze jetzt natürlich noch. ...124er Headshot. Ah, schade. Komm, das können wir noch schaffen. Wird aber trotzdem sehr, sehr close. Der muss nur einmal gekillt werden. Bitte. Ja, let's go. Und ich würde sagen, damit sind wir dann auch schon relativ am Ende des Videos. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt vielleicht noch den Sieg holen können. Ich weiß gar nicht, wer gewinnt, wenn die das jetzt wiederholen. Dann stünde es ja 2:2. Und anscheinend gibt es einfach Unentschieden. Okay. Also ich glaube, damit sind wir jetzt am Ende des Videos angekommen. Genau, noch ein weiteres Tag freigeschaltet. Und ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn es so sein sollte, lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nachher im Stream oder morgen im Video wieder. Bis dahin, ciao.